Hey, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Es wird eine heftige Fahrt. Ich habe jetzt 5 Stunden und 3 Minuten laut Navi vor mir. Also wahrscheinlich 6-7 Stunden werde ich unterwegs sein. 433 Kilometer zur Ruta del Silencio, the Silent Route, in der Provinz Teruel. Ja, endlich wieder Action. Ich bin gestern Abend an diesem wunderschönen Ort hier angekommen. Hab eine wunderbare Nacht, ruhige Nacht hier verbracht auch. Die Nacht habe ich auf dem Wanderparkplatz bei der Antigua Central Termica bei Aliaga verbracht. Das alte Kohlekraftwerk ist ein wunderschöner Lost Place. Allerdings kann man das Hauptgebäude nicht besichtigen, außer man klettert über den Zaun, wo steht Betreten verboten. Von hier aus starten mehrere Wanderwege, für die es mir aber jetzt zu heiß war. Zu anderen Jahreszeiten ist hier sicherlich mehr los. Gestern waren es so an die 6 Stunden Fahrt bei stellenweise 37 Grad. Am Schluss hat es dann aber auch geregnet sogar. Geil, geil, geil. Es regnet. Schon so lange keinen Regen mehr gesehen. Und es wurde richtig schön kühler. Ich bin mal ausgestiegen, habe eine lange Hose und eine Jeansjacke angezogen. Also war wieder was ganz was anderes. Am Nachmittag habe ich mich dann aufgemacht zur Silent Route. Und es hat schon wieder geregnet. Hier am Pass Puerto de Cuarto Pelado beginnt die Silent Route. Absolut tote Hose in dem Kaff hier. Es ist, also ich bin vorhin mal ein bisschen reingelaufen ohne Kamera, ich war zu müde. Ein Teil ist wohl bewohnt, aber hier in dem Ende des Dorfes, wo ich jetzt bin,
Hier brennt nirgendwo ein Licht. Eben ist jemand mit dem Hund vorbeigelaufen, aber sonst ist hier nichts. Das ist Wahnsinn. Diese Dörfer, die sind alle leer. Das heißt ja auch, dass La España Vacía oder La España Vaciada, wo wir hier sind, also das leere Spanien, Landflucht. Also die Leute sind alle in die Ballungszentren geflüchtet. So, ich habe eine super ruhige Nacht hier in Villaluengo verbracht. Kein Wunder, das Dörfchen ist ja halb ausgestorben. Drei Menschen habe ich gesehen in der ganzen Zeit. Und jetzt mache ich mich auf, jetzt geht es weiter nach Pitarque. Nächster. Pitarque ist eine Abweichung von der Silent Route. Da muss man sich also ein bisschen davon wegbewegen, aber eine wunderschöne Strecke. Und dort ist eine Wanderung bis zur Quelle des Flusses Pitarque. Und die werde ich machen. Von dem Parkplatz geht es dann erstmal wohl ins Dorf und dann findet man wohl Wegweiser. Und hier sind auch schon die Wegweiser. Super, bin voll in meinem Element. Ist einfach geil. Vor allem die letzten Tage habe ich wieder nur im Kasten verbracht, die letzten zwei Tage. Mit Fahren und Videoschneiden und es tut so gut, jetzt mal wieder durch die Natur zu laufen. Herrlich. Geht stramm bergauf hier.
Puh, was soll ich sagen? Die Sonne brezelt. Ist schon recht warm. Weiß nicht, jetzt haben wir so 10, 10:30 oder sowas. Ich nehme an, da hinten durch die Schlucht geht's jetzt. Also das nächste Mal Badesachen mitnehmen, das ist so tief, da kann man super drin planschen. Das war jetzt schön, mal ein bisschen den Schatten zu genießen. Jetzt geht's wieder auf in die Sonne. Schaut euch mal diesen Dschungel hier an. Aber hier kriegst du eine Bestäubungsdusche. Geil. Das ist geil. Aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Rio Pitake geht's da hoch. Also zur Quelle. Oh, dann machen wir das, wenn die das sagen. Ja, der große Fehler war wirklich, hier keine Badesachen mitzunehmen. Also die Gelegenheit, in so einem Bach zu baden, wow, vor allen Dingen bei der Hitze.
Also ich denke mal, das war's, dass ich jetzt am Ziel angekommen bin. Es geht denselben Weg wieder zurück. Ich werde die Kamera ausmachen und mich voll und ganz auf das hier einlassen. Und wir sehen uns dann in Petake wieder. Ja Mann, ich bin erstmal aus Petake gleich rausgeflüchtet, weil der Kasten stand in der Sonne, da war so heiß drin. Und auf dem Herweg habe ich einen Platz im Schatten gesehen. Hinter so einem Felsen habe ich gedacht, da, wenn ich Glück habe, da steht da keiner, da fahre ich jetzt hin und komme erstmal wieder zu mir, esse was oder so. Aber da war kein Schatten. Und keine Ahnung, was ich jetzt mache. Jetzt fahre ich einfach mal die Route weiter. Aber diese Wanderung war genau meine Kragenweite. Ich merke auch, wie ich so langsam wieder lockerer werde. Ich war so angespannt. Keine Ahnung warum. Aber jetzt bin ich irgendwie wieder lockerer und happy. Das war jetzt so beeindruckend. Hey Leute, Teruel, kommt nach Teruel, kommt ins Landesinnere. Die Leute brauchen euch. Die Küste ist, naja, die ist nicht schön, die spanische Küste. Gibt schöne Fleckchen da, okay. Aber hey, das Landesinnere, da kriegst du doch einfach viel mehr geboten, für wenig Geld. Wir wissen noch auf ehrliche Weise beschissen, nicht wie an der Küste, wo alles ein Nepp ist. Teuer und schlecht, nicht alles, aber